Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Servus Martin, wie geht's? Servus Martin, mir geht's gut, dir? Ja. Danke, war okay. War wieder eine interessante, spannende Woche, oder? Gehen wir's an. Heute über Schwarz-Blau. Was haben wir gehabt, Martin? Ja, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber Respekt. Mit 32 die erste Biografie von Kurz. Ah, unser Kanzler. Genau. Das hat er sich doch verdient. Wirklich? Womit? Studienabbrecher, ja. Bundeskanzler, Partei umfärben und jetzt die Woche großer Medienstar in Deutschland. Auf allen Fernsehsendern. Ja, und die Gedenkmünze. Bitte, es ist wirklich Ehre, wem Ehre gebührt. Eine goldene Münze für Kurz. Naja, golden. Eigentlich ist es minderwertiges Silber mit einer ganz kleinen Schicht Gold obendrauf und sie ist limitiert. Die erste Ausgabe aber nur. Aber willst du damit sagen, dass das so eine Mogelpackung ist, diese Münze? Voller Beschiss, kauft es das nicht. Was haben wir noch gehabt? Ja, wir haben den Weg zum Internet fast geebnet. Jetzt soll es für alles eine App geben, was mit Regierung zu tun hat. Wir haben nicht umsonst eine Digitalministerin bekommen. Die kriegt es hin. Na, umsonst eh nicht, weil Gehälter und so, aber ist wurscht. Sie kümmert sich auch um die Datensicherheit. Ganz konkret sagt sie, der Nutzer muss jede einzelne Nutzung freigeben. Was sagt uns das? Das ist eine gängige Taktik. Ja. Wir müssen alle jeden Tag 785.000 Mal irgendwelche AGBs akzeptieren. Und ich persönlich verbringe ungefähr 4 Tage im Monat mit AGBs lesen. Gut investierte Zeit. Auf jeden Fall. Ein Vorurteil müssen wir aufräumen. Also die FPÖ ist nicht gegen Asyl. Das mag zwar manche überraschen, aber der heute hat es aufgedeckt. Die FPÖ ist in Wirklichkeit ein konzentrierter Sammelort für ehemalige Stronach-Mandatare und Mitarbeiter. Und das finde ich sehr gut. Besser hätte man es nicht sagen können. Der Strache hätte aber fast trotzdem eine hinter die Ohren gekriegt von der EU. Du meinst der kleine Fahnenunfall da? Ja. Ich persönlich glaube, das war ein subtil eingefädelter Anschlag der EU auf den Strache, den er äußerst charmant abgewehrt hat. Und zwar mit den Worten, ich habe die EU gerettet und aufgefangen. Strache. EU. Genau. Und in der Kategorie heute über Trump, was war die Woche? Fangen wir gleich mal mit was an, was mir als österreichischer Steuerzahler ein bisschen schwer im Magen liegt. Was war das? Unsere gesamte Heeresgruppe geht in die Schweiz, um den Trump und andere Wichtigkeiten beim Weltwirtschaftsforum in Davos zu beschützen. Das habe ich gelesen. Und da steht dann auch, doch Trump muss sich nicht fürchten, das österreichische Bundesheer sichert wieder den Luftraum. Okay, an sich schön zu sehen, dass nicht nur die Heute und wir der Meinung sind, dass der Trump immer wieder interessant und berichtenswert ist. Auch der ORF3 hat sich mit Hugo Portisch, äußerst renommierter Journalist, zusammen da an eine Doku gemacht über Amerika und jetzt im Speziellen auch über Donald Trump. Das ist eine Fehlbesetzung. Warum? Ich schätze wegen Trump? Nein, ich schätze den praktisch sehr, aber die hätten einen Psychiater hinsetzen sollen. Der Trump, ich meine, alles was der macht, ist eine Geschichte. Braucht man nicht drüber reden. Mhm. Andere steigen ins Flugzeug und steigen wieder aus. Interessiert keine Sau. Wenn der Trump in den Flieger steigt, gibt es was zum Verzögern. Wie in dem Fall. Er steigt im strömenden Regen in sein Air Force One mit dem Schirm und seine Frau und sein Bub lässt er wortwörtlich im Regen stehen. So ist der Trump. Aber die Meldung war eigentlich für mich hoffnungsfroh. Warum? Zumindest hat er diesmal schon gewusst, dass mitfahren. Martin, warum lesen wir die heute? Damit wir was lernen. Und was hast du die Woche gelernt?
Mäuse fressen Geld, auch in der Bank. Sind wir nicht böse, aber bei der Geschichte, das Foto, das kann alles sein. Mhm. Willst du eine Geschichte in der Heute anzweifeln? Nein. Was hast denn du gelernt? Ich habe was gelernt, dass der Wirtschaft weiterhelfen wird. Was? Ich habe gelernt, man kann alles unterrichten auf der Welt und für alles eine Akademie gründen. Und zwar in Wien gibt es die erste High Heels Academy. Bei der werden, und das ist echt das Geile dran, Männern und Frauen beigebracht, wie man elegant und graziös auf Stegelschuhe geht. Das hat die Welt gebraucht. Ich frage mich gerade, ob das nur mir schräg fährt, als jemand, der nicht gehen kann, oder ob das auch schräg ist für euch da draußen. Uns würde es interessieren, in die Kommentare, Abi. Außerdem wäre es interessant zu wissen, welche Geschichte hat euch gefallen, welche haben wir übersehen. Genau, was hat gefällt? Was hat gefällt, genau. Und wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Däumchen nach oben da. Ihr könnt es ruhig auch teilen. Genau, warum teilen die Leute eigentlich nicht? Zahlen wir zu wenig? Ich weiß nicht, zahlen wir zu wenig? Teilt es einmal ein bisschen. Genau. Seid uns ein wenig liebe Leute. In diesem Sinne, wir haben euch lieb, Baba. Ciao.